Die Idee hinter diesem Projekt ist, dass Lehrlinge in ihrer Ausbildungszeit ein Gebäude völlig selbstständig unter Anleitung eines fachkundigen Poliers vom Fundament bis zum Dach errichten. Freut bei uns hier mit dem Siedlerverein eine Kooperation bilden zu können. Einerseits konnten wir ein attraktives wirtschaftliches Angebot dem Siedlerverein unterbreiten und andererseits hatten wir die Möglichkeit, bei diesem Projekt sämtliche Sparten unserer Lehrlingsausbildung zur Schau zu stellen. Am Lehrlingsprojekt finde ich am coolsten, dass wir Lehrlinge alles selber machen dürfen. Dass man andere Vorgehensweisen wie auf die Großbaustellen zeigt. Für das Projekt waren 15 bis 20 Lehrlinge beschäftigt, auf das wir wahnsinnig stolz sind, weil speziell Lehrlinge sind unser größtes Fundament. Wir bilden sie auch im Haus aus und bringen immer wieder preisgekrönte Lehrlinge aus unserer Schmiede heraus und sind ganz glücklich, dass wir so einen Zulauf haben. Ich bin Maurer und Schallungsbauer im vierten Lehrjahr. Mir gefällt, dass man jeden Tag Abwechslung hat. Das heißt, man macht immer das Gleiche. Man arbeitet da draußen. Bei schönem Wetter, das taugt mir. Der Umgang mit Holz gefällt mir recht. Holz ist ein super Material. Das Bearbeiten taugt mir. Und die Arbeit an der frischen Luft. Die Vorteile als Maurer und Schallungsbauer sind für mich, dass ich viel draußen bin. Du kommst überall fast umeinander, im ganzen Bezirk, und kannst da selber oft mal helfen. Am besten gefällt mir eigentlich immer, dass wir draußen sind und mit Holz arbeiten können. Das macht mir ziemlich Spaß, das wollte ich immer schon machen. Und dass man vor allem am Abend immer sieht, was man geschafft hat. Liebe Lehrlinge, ich darf mich für euch vielleicht ganz persönlich ansprechen, möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken. Wie ihr wisst, seid ihr das größte Fundament für unsere gesamte Gerstl-Gruppe. Wir sind wahnsinnig stolz auf euch. Ich weiß, dass eure Arbeit nicht immer die schönste und die leichteste ist, aber in der Bauwirtschaft braucht man eh keine lockeren Burschen, sondern da braucht man eh tatkräftige Jungs und Mädels, und das seid ihr, und wir sind wahnsinnig stolz, und das beweist ihr tagtäglich auf den Baustellen. Wir brauchen euch. Tut so weiter, passt auf euch, und wir werden euch immer unterstützen, wo immer ihr uns braucht. Danke.